Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Maya Basis 2. Ich habe hier leider ein bisschen übersehen, wie zuletzt auch durch die Roboter, weil sie nicht abgebaut haben, diese Lebens-, also die Living Area, also das Wohnzimmer hier quasi zu bauen, sodass die Leute sich einfach nicht... Kann ich nicht schließen? Achso. Hat zumindest einen angezogen. Warum jetzt die Hühnchen da draußen rumlaufen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und was der da macht, weiß ich auch nicht. Und wieder einer weg. Da. Da. Zum Glück gibt es in 5 Minuten neue Leute. Ich meine, es wäre schön, wenn die einfach hier noch schlafen würden. Ja, fertige. Erschöpft. Die sterben an Erschöpfung bei mir. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ah, er bewegt sich doch. Wo gehst du hin? Also es wäre echt schön, wenn die noch hier irgendwie so eine Meldung unten dran hätten, was sie denn gerade tun. Das würde mir durchaus gut gefallen. Auf jeden Fall Mineralien haben wir jetzt gerade hier mehr als genug. Was macht er? Next Job. Er nimmt das Fass. Ja, er hängt sich das Fass an den Popo. Er kackt in das Fass. Nein, er trägt es. Okay. Er trägt das Fass. Das sieht aber nicht so gesund aus. Ah, es legt sich tatsächlich der erste hin. Das ist sehr schön. So, hoffen wir mal, dass es für die anderen auch noch reicht. I need immediate medical attention. Baker. Baker ist... Hier ist Baker. Ich hoffe, Baker... Achso, der hat aber schnell geschlafen. Ich hoffe, Baker baut das Bett und legt sich ins Bett rein. Eins von beiden. Dem geht's gut. Sie baut sich jetzt eins. Das ist natürlich noch besser. Nicht an. So, wenn sie sich jetzt gleich noch reinlegt, wäre das natürlich optimal an der ganzen Sache. Ach komm. So, da haben wir auch schon unseren brennenden Generator. Er wär, ist eigentlich 2 Minuten überfällig, genau genommen. Ich hätte es schon vor... Wobei, es hat das Stückchen gedauert, bis ich ihn gebaut hatte, ne? Also es wird ungefähr 2 Minuten auch her gewesen sein. Also nach ungefähr 20 Minuten brennt das Ding. Die haben es eh schon überstanden und in 3 Minuten gibt es hoffentlich Nachschub. Wo sind jetzt eigentlich unsere Roboter? Achso, die stehen da gerade alle herum. So, jetzt wäre es natürlich sehr schön, wenn die hier noch anfangen würden. Ich hoffe, die fangen jetzt parallel an hier zu bauen, wenn ich das so mache. Weil wir müssen dann ganz nächstes noch flott flott die was wollte ich sagen, genau, die Nahrungsdinger bauen. Zum Glück haben wir ja noch ein paar Hühnchen. Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt sage, sie sollen hier rein? In den eigentlichen Raum, den wir gar nicht mehr haben. Komisch, letztens mal konnte ich hier noch was herbauen. So ist alles schon belegt mit dem Zeug. Naja, gut. Kann ich hier jetzt noch ein paar von diesen lustigen... genau, da kann ich ein Ration Pack hinbauen. So, so, da nicht. Da vielleicht mal schauen, ob sie den bauen. Weil hier ist schon eigentlich noch genügend drin. Aber nachdem die Leute auch schon so schnell müde geworden sind, habe ich da so meine Bedenken. So, dann hätte ich da gerne das Ding. Dann versuchen wir es auch wieder mal, ob hier vielleicht irgendjemand eine Toilette reinbaut.
Wir stellen einfach mal da einen Raum und machen. Wo ist das Ding? Single Bed. Da. Und bauen hier davor noch so eine Couch fürs Wartezimmer. Dass man das so lecker einschnüffeln kann, was da drin passiert. Genau. Baker scheint noch zu leben. Das muss man uns auch hier schön. Und da bauen sie auch brav weiter. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, den Lagerraum muss ich dann noch ein bisschen vergrößern. Hier hätte ich da gerne noch so ein Tor drin. Und hier machen wir Room Chase. Machen wir noch keine Room. Was? Wie habe ich das? Eine Konsole? Ich bin gerade irgendwie in die Konsole gekommen. Keine Ahnung wie. Wo geht denn der hin? Geht jetzt ein Huhn einsammeln? Vielleicht soll ich doch mal kurz aufmachen. Und in 8 Sekunden gibt es neue Leute zum Verheizen. Sehr, sehr schön. Hallo! Und die landen alle schön auf dem Haufen. Sehr praktisch. Bin ich mal gespannt, wie viel das sind. Oh, was habe ich jetzt geschafft? Sind die jetzt hin? Ich hoffe, die landen nicht mal so, dass sie nicht mehr rauskommen. Einer. F. Jones. Ich sehe hier nichts. Haben wir hier irgendwo... Ach, hier. Das ist dann der zweite. Ja, zwei Leute offensichtlich. Gut. Also es geht vorwärts. Es gibt mal wieder eine Nachricht. Baker, immediate medical attention. I need attention. So, und dann hoffe ich mal, ich muss wieder die Tür wieder zumachen. Die Hühner reißen aus. So, dann bauen wir gleich da hinten noch so einen hin. Ja, haben sie auch gebaut. Vielleicht sollte ich nicht auf so ein Ding an das Zeug da drauf bauen. So, der ist immer noch ein bisschen angesenkt. Die stirbt da jetzt wohl gerade? Nee. Diesmal nicht. Hier irgendwo noch was. Da hinten ist nochmal so ein für einen Generator ein Plätzchen. Und jetzt baue ich einfach mal Living Storage da. Storage. Ganz viel Storage hinterher. So, jetzt möchte ich das gern so hin. Achso, das ist dann reduced. Aha. Da habe ich auch noch nicht so wirklich drauf geachtet. Kann man das irgendwie so drehen, dass es nicht... Nee, das ist immer einer. Nee, geht das irgendwie anders auch? Wenn ich ihn jetzt dahin baue... Das scheint zu gehen. Na, dann bauen wir den halt dahin. Oh oh. Und wer ist es? Henderson, Alter. Und es brennt.
Achso, der brennt schon, der baut schon. Baker. Also im Augenblick ist das Problem, dass die Leute schneller sterben, als wie sie nachwachsen. Ist jetzt nicht so schön. Zumal Betten hätten wir ja eigentlich da. So. Jetzt kriegen wir alles noch hin. Wie gesagt, noch haben wir Nachschub im Orbit. Erst wenn der ausbleibt, haben wir wirklich ein Problem. Dann möchte ich auch hier Hydroponics. Ach du, da war schon... Okay. Dem war ich mir jetzt noch nicht bewusst, dass da schon so ein Ding drin war. Aber dann bauen wir auch gleich hier... eins, zwei, drei, vier. Nee, so lange mag ich es jetzt eigentlich doch nicht. Eins, zwei, drei, vier. So. Nee, da mag ich ihn nicht. Es ist zu nah dran. Haben wir eigentlich noch... Genau, ich muss hier nochmal... So. Ach komm. Jetzt haben sie überall die Baudinger oben drüber, oder was? Ihr tut doch eh nur so, als würdet ihr bauen. Eins, zwei. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht zwischen den Pflanzen, die es da hier gibt. Dann halt nur drei, passt auch, reicht. Reicht mir völlig. Da kommt wieder ein Mini-Überhuhn. Das sind die großen, das ist das kleine. Da wachsen die wohl jetzt auch nach. Haben die hier schon so eine Kiste? Nein, haben sie nicht, weil da Mineralien liegen. Können wir die irgendwo... da ist jetzt jemand drin und hier sind... Hier ist wohl noch ein Loch in der Wand. Ne, das ist eigentlich ein Gitter. Ja, wie sieht's denn aus? Baut ihr hier noch die Tür hin? Oh, hier liegt noch jemand. Er ist unresponsive. Das war doch der schon die ganze Zeit hier draußen rumlag, oder? Sweet Atmosphäre, gut. Was soll ich denn tun? Ich weiß es nicht. Das hilft ihm ja auch keiner, wie ihr seht. Also der läuft ja einfach dran vorbei. Ich schau mal, was passiert, wenn ich speichere und lade. Oh. Wenn das ein Lied ist, waren doch die, die schon vorhin gestorben sind, oder? Also zumindest ein paar leben noch, das habe ich gesehen. Oder kriege ich jetzt die Meldung von allen, die da mal vor langer Zeit gestorben sind? Noch ein bisschen Zeug weg. Wie gesagt, mehr als den Leuten sagen, sie sollten was bauen, kann ich leider nicht.
weil deswegen gehen sie trotzdem nicht aus dem Weg. Das da hinten wurde auch noch nicht gebaut. Mache ich aber einfach immer noch ein Room Chasing dazwischen. So. Dass die Leute vielleicht ein bisschen angenehmer durch die Gegend laufen können. Mit mehr Sauerstoff. Dann macht man da noch eine Tür hinein. Und gleich kriegen wir Nachschub, hoffe ich. Ich natürlich auch hier wieder. Also ich grab mir einfach noch ein bisschen weiter in den Fels rein, weil ich möchte dann hier hinten die Forschungseinrichtung unterbringen. Das ist also mein Plan. Hühner züchten sich noch. Wurde denn mittlerweile die Nahrung gebaut? Nein. Also die mögen lieber das Zeug hier am Boden herumliegen haben. Das verstehe ich vollkommen. Kann man die hier mal irgendwie eigentlich entfernen? Nee, ne? Geht nicht weg. Das ist Mist. Und Nachschub, Jungs. Oh, die landen jetzt aber hier gleich auf der Katze. Nee, auf dem Hund. So, bauen die das eigentlich auch ab, wenn ich ihnen das sage? So, jedenfalls einer kommt. Ich hoffe nämlich nicht, dass er das Solar Still. Und hoffentlich geht der Hund jetzt nicht gleich zu Hotdog raus. Also in Hotdog über. Zwei. Drei. Aha, wo geht er jetzt hin? Hilft er ihm jetzt etwa? Nee, er läuft durch ihn durch. Hilft er ihm? Naja, nicht wirklich. Doch, er hat ihn zumindest schon mal... Ach, der repariert gleich. Das finde ich... Die Leute kommen und die helfen. Das finde ich toll. Und tatsächlich, da steht jetzt so ein Ding. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht alle rausrennen und von dort ihr Zeug holen wollen. Ach, der baut's auch. Hey, jetzt. Jetzt wird's vornehmen. Jetzt hoffe ich nur, dass sie irgendwann mal tatsächlich auch hier eine Tür reinbauen. Brutzel. Solarstrom. Was macht er jetzt? Er weiß jetzt noch nicht, ob er ihn anziehen soll oder nicht, oder wie? Naja, also da passiert auch gerade nichts. Hier passiert auch nichts. Aber die Leute kommen irgendwie hinein. Ich weiß noch nicht genau, wo und wie. Versuchen wir halt mal hier eine Tür reinzubauen. Vielleicht. Ja, ich hätte es ja eigentlich lieber gern hier gehabt, aber irgendwann werden sie schon was tun. Dann tut man das Ding auch wieder weg. Das baut ja keiner. Das Ding baut keiner. Dann tut man die Toilette weg.
So, kann ich vielleicht ihn hier irgendwie dazu überreden, dass er was tut? Ich versuche nochmal mit Speichern und Laden. Und das scheint ihm tatsächlich geholfen zu haben. Oh, zwei Tote. Jones und Lee. Die hatten wir schon mal. Ach, das sind dann Lee und Jones. Ach so, die sterben dann immer gerade erst frisch. Aha. Nein. Der weiß noch nicht so richtig, was er tut. Hm. Vielleicht. Oder? Nein, er scheint noch zu leben. Ich mag es nicht, wenn die so sinnlos da draußen nur rumstehen. Aber der hat schon mal sich so einen Sauerstoff irgendwann geholt. Ah, da wurde wieder jemand. So, können wir das jetzt mal alles hier... Und die erste Kapsel wurde also es passiert doch. Das ist natürlich sehr schön. Was wir in dem machen, weiß ich noch nicht. Hühnchen. Dann tun wir das Ding wieder weg. Scheint ja eh keinen zu stören. Und es wurde tatsächlich eine Tür gebaut. Ja, ihr schaut jetzt hier einfach sinnlos in der Gegend rum. Ich sehe es schon. Es wurde ein Rationspack gebaut. Der ist voll. Also am Ende passiert hier wirklich noch das, was ich gern hätte, oder wie? Dann versuchen wir es doch jetzt mal. Mit dem Research Lab, wenn wir das hier hinten dran bauen. Wie gesagt, ich möchte es schön groß haben. Ich hätte gern eine Tür drin. Wie kommt das Huhn da raus? Wieso verfolgt das Huhn die Katze nicht? Das Katze den Huhn? Ich werde es auch nicht verstehen. Vielleicht finden wir es in der nächsten Folge raus. Ja, ich danke schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.